Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Time Set Midnight. Ja, perfekt. Da leuchtet es auf. Wir werden heute uns in ein Casino begeben. Und an den Redstone-Lampen erkennt man, es ist ein Redstone-Casino. Herzlich willkommen zur Folge 84 eurer Einsendung. Von Patrick eingesendet, gibt es ein Redstone-Casino. Hallo Joecraft schreibt, ich beschäftige mich schon sehr lange mit Redstone-Schaltungen und bin auf die Idee gekommen, ein Redstone-Casino zu bauen. Dieses Casino funktioniert nur mit Redstone und es wurden keine Command-Blöcke verwendet. Ich wünsche dir viel Spaß beim Erkunden. Den nehmen wir uns, Leute. Ich habe mich schon mal ein bisschen vorbereitet, wie ihr seht. Und wir erkunden einfach mal das Casino. Wir gehen hier rein. Und da vorne hang ein Bild. Das Bild habe ich kaputt gemacht. Und ich bin zu dieser Kasse gegangen. Und bei dieser Kasse habe ich mir hier ein Fruchtsaftgetränk gekauft für einen Smaragd. Und ich habe herausgefunden, dass man hier ein Smaragd zu einer Spielmünze umtauschen kann. Worauf ich gemeckert habe, dass wenn man den 1-zu-1-Tausch macht, man doch auch eigentlich von vornherein bei den Automaten Smaragde anstelle von Spielmünzen einwerfen kann. Anschließend bin ich zu diesem Automaten gegangen und habe 10 Minuten darüber lang gegrübelt, was die Gewinnwahrscheinlichkeit ist. Und jetzt seid ihr dran, Leute. Also, ich werfe hier eine Münze rein und die Lampen leuchten, beziehungsweise per Zufall. Jetzt gerade leuchtet gar keine Lampe. Okay, das ist interessant. Das heißt, weil gar keine Lampe auch leuchten kann, haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 1-7. Es gibt 8 mögliche Fälle, denn das Ganze ist ja binär verzwackt. 8 mögliche Fälle, in denen diese Lampen leuchten können. Ja, also Fall Nummer 1 wäre, die Lampe leuchtet. Nee, Fall Nummer 1, gar keine Lampe leuchtet. Fall Nummer 2, die leuchtet. Fall Nummer 3, die leuchtet. Fall Nummer 4, die beiden leuchten. Fall Nummer 5, die leuchtet. Fall Nummer 6, die leuchtet. Fall Nummer 7, die leuchtet. Und Fall Nummer 8, alle leuchten. Und nur wenn alle leuchten, gewinne ich 2 Münzen. Was bedeutet, dass ich eine Münze Gewinn mache? Das bedeutet, pro Runde mache ich 1/8 Münzen Gewinn. Das heißt, verliere 7/8 Münzen oder so ähnlich. Also ihr merkt, also wenn wir uns das ausrechnen, merken wir, dieses Spiel ist absolut fair. Ich weiß gar nicht, was alle Leute haben. Man gewinnt hierbei. So, was haben wir hier? Wettrennen zwischen 4 Minecarts. Zuerst einen der 4 Knöpfe drücken, danach bezahlen eine Spielmünze. Okay. Warum lese ich eigentlich nicht? Okay, da. Den will ich. Und ich bezahle 10. Fahr. Ja, überholen. Nein! Und okay, gut. Ihr seht, das rechte Minecart hat gewonnen. Das ist ein Game, was ich ziemlich gut kenne. Das ist, ich habe mal auch ein ganz ausführliches YouTube-Tutorial zu diesem Game gemacht. Also, Leute, das könnt ihr euch gerne mal gönnen. Was haben wir hier? Das ist quasi, ja, das ist, mal gucken, wie fair dieser Automat ist. Man kann jetzt auch mehrere Münzen hier einlegen und das ist sehr, sehr gut gemacht. Ihr seht quasi, der Automat wiederholt dann sein Ding. So, okay, wir machen es jetzt mal statistisch. Pass auf, wir machen mal eine kleine Statistik bei diesem Automaten, ja. Wir nehmen 10 Münzen, werfen die hier ein, okay? 10 Spielmünzen, los geht's. Schauen wir mal. Gleich sind wir durch. Sechs. Okay. Fertig? Gut. 6. Ich habe 6 Münzen bekommen. Das heißt, ich habe 3-mal gewonnen. Das heißt, von meinen 10 Münzen sind nur 3 Münzen übergeblieben bei dem Spiel dieses Automatens. Dieses Spiel ist nicht fair. Ich kann euch allein von, also dieses Experiment können wir jetzt mehrfach wiederholen und wir haben jetzt einen Erwartungswert, auf den es hinausläuft. Und zwar die Wahrscheinlichkeit ist, je häufiger wir dieses Experiment nun ausführen, desto genauer können wir uns an diesen Erwartungswert ranklammern. Wir haben jetzt 10-mal gespielt, von den 10 Spielen haben wir 3-mal gewonnen. Das heißt, minus den Einsatz haben wir quasi 3 Münzen in diesem Fall, ja, Gewinn gemacht. In Anführungszeichen, man bekommt 2 Münzen für als Preis, was bedeutet, ich mache eine Münze Gewinn. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit hier zum Gewinnen 1-2 ist. 1-2 oder 1-3? Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob wir richtig liegen. Wie gesagt, je häufiger wir dieses Experiment ausführen, desto präziser können wir sagen, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Ich sage jetzt mal 1-2 oder 1-3 bei diesem Game, okay? Hier ist... Nee, hä? Moment, stopp. Wo ist der Wahrscheinlichkeitsdrive? Junge.
Das ist ein komplexes Game. Ich muss mal gerade verstehen, wie genau das hier abläuft bei dem Game. Ich glaube, hier ist der Zufallsgenerator. Okay, und 1 zu 2. Seht ihr? 1 zu 2. Das dachte ich mir schon. Das heißt quasi, die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist ein Drittel. Ne? Wir haben ja ungefähr bei 3, wir haben 3-mal gewonnen bei 10 Versuchen. Die Wahrscheinlichkeit ist bei ein Drittel. Und das ist halt das Schöne. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal 10 Münzen reinwerfen, ja, muss es nicht passieren. Aber es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass wir um die 3-mal gewinnen. Ja, oder wenn wir 9 reinwerfen. Wir werfen 9 Münzen rein. Es ist sehr wahrscheinlich, oder mal 10, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir um die 3-mal gewinnen. Mal gucken. Verloren. Es muss nicht. Es kann auch sein, dass wir überhaupt nicht gewinnen, aber es ist sehr wahrscheinlich. Verloren. Gewonnen. Erstes Mal gewonnen. Zweites Mal gewonnen. Verloren. Drittes Mal gewonnen. So, ihr seht auch schon wieder 3-mal. Ich habe 3-mal gewonnen. Ich habe 10 Münzen reingelegt, 3-mal gewonnen. Es ist, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, aber je häufiger wir das machen, das heißt, wenn ich jetzt 100 Münzen einwerfe oder 1000 Münzen reinwerfe oder 10.000 Münzen, Millionen, unendlich, ja, je mehr Münzen ich reinwerfe, desto wahrscheinlicher pendelt es sich genau bei ein Drittel an. Und das ist Zufall, Leute. Das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also da bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Mathematik und im Studium, wenn man sich damit beschäftigt, dann gibt es immer dieses N gegen unendlich. Wir sagen quasi, wir machen das Experiment einmal, zweimal, dreimal und dann sagen wir einfach, was oder welches Ergebnis, auf welches Ergebnis läuft es heraus, wenn wir das Experiment jetzt fiktiv unendlich mal machen würden. Und wenn wir jetzt quasi unendlich Münzen hier reingeben würden, dann würde immer 1 zu 2, also ein Drittel, 33,33333% hier Wahrscheinlichkeit rauskommen. Cool. Hier haben wir das gleiche Game mit den 3 Münzen nochmal. Sehr schön gemacht. Das hier kenne ich. Das ist mein einarmiger Bandit. Den wir hier einwerfen, Münze reinlegen und 5, ja, wir sehen quasi, das Ding ist bereit, ich drücke auf den Knopf, eine Münze wird rausgenommen und verloren. Was ist die Gewinnchance hier? Die Gewinnchance hier ist bei, 1 zu 1, 2, 3, 4, 1 zu 4, das ist noch fieser. Dieses Game ist netter als dieses Game. Das Game hier ist richtig assi, 1 zu 4. Ist hier die Wahrscheinlichkeit, also noch weniger. 1 zu 4 ist halt richtig dreckig, ne? Ja, es ist richtig dreckig. Okay. Also wenn ich in diesem Casino wäre, ich würde gucken, dass ich hingehe. Aber aktuell gibt es noch kein Glücksspiel, mit dem ich Gewinn machen würde. Also wenn ihr solche Casinos habt, müsste man eigentlich immer gucken, welches ist das, wo ich positiven Gewinn mache. Also quasi wo, wenn wir alles nehmen, was ich quasi plus ins Plus gehe. Aber ich glaube, das gibt es nicht. Blau-Gelb, was haben wir hier Schönes? Zuerst einen der 3 Knöpfe drücken, danach bezahlen. Dann spielen wir uns. Okay, dann nehmen wir mal Gelb. Und ich bezahle eine Spielmünze. Was war das jetzt? Habe ich auch nicht gesehen. Wie funktioniert das? Ah, ich verstehe. Okay, ich sehe schon. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas kaputt gemacht. Ich verstehe. Das hier ist wiederum ein Game, auch 1 zu 3. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 3, dass ich gewinnen kann. Finde ich auch gut. Okay, schön. Der räudige, einnahmige Bandit. Zutritt nur für Personal. Ja, dann lass mal reingehen. Was haben wir Schönes hier? Ein Fahrstuhl! Nice. Ja, ich habe gerade den Sinn eines Casinos entdeckt. Geld zu verdienen. Nein, doch. Oh. Licht. Hallo, Licht. Ui, hi. Oh, schon hell. Schönes, helles Raum hier. Siehst du dieses Casino? Das ist immer diese eine Lampe, die kaputt ist. Nur zur Sicherheit. Hier sitze ich dann. Hier sehe ich dann quasi mein Commerce. Merke, dass ich komplett pleite bin, weil meine Automaten zu nett sind. Ja, und hier sind die Drinkies, alle vorbereitet. Die Spielmünzen und die Emeraldos. Tagbetrieb, Nachtbetrieb. Ich verstehe. Das Casino schließt bei Tag automatisch. Licht wird überbewertet. Na, Spaß. Aber finde ich cool. Tagbetrieb, Tag-Nacht-Sensor, Außenbeleuchtung. Sehr, sehr schön. Ich finde das sehr auch cool gelungen. Also es ist optisch auch wirklich ein schönes Casino. Kleine, schöne Halle. Es sieht so wirklich aus, als ob es in einem Hafen einer Stadt so stehen könnte. Genauso. Ja. Was gibt's da zu sagen? Lieber Patrick, du hast ein wirklich sehr schönes Casino eingesendet. Optisch gelungen. Macht Spaß zu spielen. Coole Sachen. Du gewinnst immer als Casino-Inhaber. Du ziehst deine Leute, die reinkommen, eiskalt ab.
Es ist ein Casino, in dem es keinen Hauptgewinn gibt. Also es gibt keine Möglichkeit, ihr werdet keine Möglichkeit haben, irgendwas zu gewinnen. Ja, ihr werdet immer verlieren in diesem Casino. Immer. Bei jedem Game werdet ihr verlieren. Ihr werdet es nicht schaffen können, hier reinzugehen und viel rauszuholen. Aber trotzdem, es ist spaßig. Es ist lustig. Es ist fun. Und ich glaube, darauf kommt es an. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und tschüss.